Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 16. April 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 353. Heute statt dem Achim mit mir und nicht nur heute, sondern auch die nächsten beiden Tage, da Achim ja in Asien unterwegs ist, vertrete ich ihn direkt aus der Ferienresidenz in Tessin. Ich arbeite die folgenden Themen für euch. Zum einen Syrup, Android P, Fuchsia, Gmail, internes Memo, neue Office-Startseite, Instagram, Windows 10 und Schriftarten. Zuallererst kommen wir zu Syrup, der sogenannten Möchtegern-Plattform von oder Amazon-Plattform in der Schweiz für eben kleinere und auch größere Online-Shops, hat einen großen Wechsel vor sich, denn per 1. Mai 2018 übernimmt Coop, einer der Hauptanteileigner, die Anteile von Swisscom und ist somit alleiniger Führer des ganzen Portals und möchte das Ganze mit ihrem eigenen Vertriebskanal von Microspot zusammenführen. Da dürfen wir gespannt sein, wie das Ganze funktionieren wird und schlussendlich dann auch umgesetzt wird und noch mehr natürlich, ob auch der Gedanke des grundlegenden oder der grundlegenden Plattform auch weiterhin so bestehen bleibt. Weiter geht's mit Amigos. Jetzt gehen wir gleich rüber zum anderen Großen, der Migros, denn die führen eine neue App ein, worüber ihr zum einen als Bringer oder als Besteller fungieren könnt. Heißt, wenn ihr für jemanden Einkäufe tätigen möchtet, könnt ihr das drüber und ein bisschen Geld mehr verdienen. Aber wenn ihr nicht einkaufen könnt, sei es, weil ihr krank seid, weil ihr irgendwie nicht groß tragen könnt oder schleppen könnt etc. oder einfach schon älter seid und eben nicht mehr so fleißig mobil seid, dann könnt ihr über eine App die Bestellungen eingeben, habt keinen Mindestbestellwert etc. und solche Geschichten. Und auf der anderen Seite ist eben derjenige, der das Ganze dann besorgt und euch zum gelieferten Zeitraum dann auch vorbeibringt. Finde ich eine coole Aktion und bin ich echt gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aktuell vor allem in Bern, Biel, Thun unterwegs und natürlich um Zürich, Bülach, Kloten etc. Da gibt's die ersten Pilotregionen und ich freue mich schon, wenn das Ganze hier ausgeweitet wird. Wenn es nämlich mal in Solothurn und Umgebung aktiv ist, werde ich das natürlich sicherlich auch gern mal ausprobieren. Mehr Infos wie immer bei uns auf daily.geektalk.ch verlinkt. Dann geht's weiter mit Android P. Das kommende Android, was ja an der Google I.O. zum ersten Mal ein bisschen vorgestellt wird in wenigen Wochen, das bringt immer mehr Infos raus oder da kommen immer mehr Leaks raus. Und einer der Leaks ist auch, dass Google in Zukunft neben der Notch-Unterstützung auch eine andere Geschichte, die vom iPhone X ziemlich stark umsetzen wird. Das ist nämlich die Gestensteuerung und der lustige kleine Knubbel oder der Balken, der unten durch ist. Wir dürfen uns also ziemlich freuen auf die Google I.O. und wie das dann schlussendlich umgesetzt wird, respektive wie das dann auch weitergeht mit den bestehenden Geräten, Updates und so weiter. Fuchsia ist ein gutes Stichwort, denn das könnte ja oder will ja oder keine Ahnung das Nachfolgebetriebssystem sein für eben Android. Smartphones, Tablets etc. Da ist so noch nicht ganz, also das ist zumindest so im Tun und da wird fleißig geforscht und da sind mittlerweile auch ziemlich hochrangige Namen mit dabei. Aktuell weiß man von circa 160 Mitarbeitern, die sich aus ehemaligen PlayStation, aus ehemaligen Xbox-Geschichten, also Entwicklern auseinandersetzen. Da ist der Erfinder von HTML5 mit dabei etc. Es bleibt für Google zu hoffen, dass das wirklich dann schlussendlich auch einschlägt und nicht einfach nur ein Sammelsurium für andere Geschichten ist. Ich bin extrem gespannt, was da Google vielleicht an der Google I.O. schon ein bisschen präsentieren wird. Aktuell ist es ja noch in einem ziemlich frühen Stadium, aber klingt auf jeden Fall spannend. Auch spannend für Google könnte sein, dass Gmail die neue
Einstiegsplattform werden könnte für die ganzen Google-Dienste. Das hatten sie ja damals auch mit Google Plus und ähnlichen Diensten vor. Bei Mail sehe ich das sinniger, denn Google Mail, das haben viele Nutzer, das haben Leute, die einen YouTube-Channel haben, Leute, die sonst irgendwie mit Google unterwegs sind, sei es auf dem Android-Smartphone etc. Und somit sicherlich kein schlechter Einstieg, denn bei den Mails tut sich immer wieder mal was und kommt immer wieder mal was rein. Dann gehen wir rüber zu Apple. Da gab es ein erneutes internes Memo von oben herab nach unten an die Mitarbeiter, die es in den letzten Jahren immer wieder mal getan haben, nämlich Leaks an die Presse oder an andere Leute weitergegeben haben. Da hat Apple auch mal neue Zahlen genannt. In den vergangenen Jahren wurden nämlich 29 der Leute, die geleakt haben, ergriffen und 12 davon sind sogar im Gefängnis gelandet. Also somit hat man auch wieder mal den Druck drauf gesetzt, in welche Richtung das es da gehen kann, wenn man sich dann eben dazu hinreißen lässt, ein Leak rauszufallen lassen. Und wenn wir gerade beim Optimieren oder beim Überarbeiten von Startseiten waren vor bei Google, gehen wir gleich weiter bei Microsoft. Denn die überarbeiten aktuell die Startseite von der Office Suite. Also wenn ihr Word, wenn ihr Excel, PowerPoint öffnet, gibt's da ja so eine kleine Übersichtsseite mit zuletzt geöffnet und ein paar Vorlagen etc. Und da möchte man deutlich modernerer und besserer Zugang liefern, unter anderem auch eine Suchmöglichkeit. Auf die freue ich mich besonders, denn mittlerweile habe ich doch einiges an Dokumente da drin und eine Suche in der Startseite wäre natürlich da schon zu bevorzugen. Ein schönes Update gab es für Instagram-Nutzer, die mit Windows 10 unterwegs sind. Die ganzen neuen Features, wie man sie von iOS und der Android-Version kennt, sind jetzt nach und nach auch in die Windows-Version eingezogen. Weniger schön ist aber das andere, denn die Mobile-Version wurde gekillt. Logisch, weil ja leider das Mobile ja nicht mehr ganz so weiterlebt, wie es viele gehofft hätten, inklusive mir. Aber eben, der Zahn der Zeit geht dann halt auch so. Instagram verlässt das sinkende Schiff, wenn man so böse sagen möchte. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Link-Tipp bei uns auf daily.geektalk.ch bei der 353 mit eingebaut. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, welche Schriften zum Beispiel Adidas, wir haben da noch Airbnb, Facebook und Netflix und Co. so nutzen, das könnt ihr nachlesen, wie gesagt, in dem Artikel, den wir für euch verlinkt haben. Spannend, die ganzen Schriftarten endlich mal zu sehen. Vor allem in der jeweiligen, mit dem jeweiligen Namen der Schrift. Müsst ihr euch mal anschauen. Mir gefällt's. Das war's, die News, die ich heute für euch zusammen habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Start in die neue Woche und freue mich, die nächsten 2 Tage noch für euch da zu sein und dann genieße ich meine Ferien auch wieder. In diesem Sinne, euer Poughkeepsie. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.